Eines Abends betritt ein Mann ein Hotel, um sich ein Zimmer zu nehmen. Guten Abend, ich hätte gern ein Zimmer für die Nacht. Natürlich, hier ist eines unserer besten Zimmer, die Nummer 13, sagt der Rezeptionist und überreicht ihm den Schlüssel. Der Mann geht hinauf, duscht und legt sich schlafen. Gegen 2 Uhr morgens kommen zwei sehr attraktive, nackte Frauen herein und legen sich zu ihm ins Bett. Als er erkennt, was passiert, hat er mit beiden Sex. Er kann kaum glauben, was geschieht. Am nächsten Morgen, noch immer überrascht von der Nacht, geht er hinunter, um auszuchecken. Wie war Ihr Zimmer? Fragt der Rezeptionist. Großartig, ich werde definitiv wiederkommen. Wie viel schulde ich Ihnen? Fragt der Mann. Eigentlich haben wir ein Sonderangebot. Sie müssen nichts bezahlen. Außerdem bekommen Sie 20 Euro als Willkommensgeschenk, antwortet der Rezeptionist. Was? Sagt der Mann erstaunt. Das ist ja unglaublich. Er nimmt das Geld und verlässt das Hotel, während er sich fragt, ob ihm seine Freunde glauben werden. Natürlich erzählt er in den nächsten Tagen all seinen Freunden und Nachbarn von Zimmer 13 und der unglaublichen Nacht. In der darauffolgenden Woche beschließt einer seiner Freunde, das Zimmer selbst auszuprobieren. Zimmer 13, bitte. Selbstverständlich, hier ist Ihr Schlüssel. Nachdem er ins Bett gegangen ist, kommen um dieselbe Zeit gegen 2 Uhr diesmal 3 aufregende Frauen ins Zimmer und haben Sex mit ihm. Auch er muss am nächsten Morgen nichts bezahlen und erhält ebenfalls 20 Euro. Nach einem Monat kennt jeder dieses Hotel und besonders Zimmer 13. Jeder, der in Zimmer 13 übernachtet, erlebt denselben fantastischen Sex und bekommt 20 Euro. Einige Wochen später erreicht die Geschichte sogar den Kanzler. Er beschließt, der Sache selbst auf den Grund zu gehen. Er besucht das Hotel und fragt nach Zimmer 13. Er bekommt den Schlüssel und geht nach oben. Nach ein paar Drinks legt er sich ins Bett und wartet auf die nackten Frauen. Tatsächlich kommen gegen 2 Uhr morgens 2 nackte Damen ins Zimmer. Sie sind genauso aufgeregt und wild wie all die Geschichten, die er gehört hat. Der Kanzler macht sich bereit und hat die ganze Nacht Sex mit beiden. Es ist die beste Nacht seines Lebens. Am nächsten Morgen geht er zur Rezeption, um zu bezahlen und fragt: Was schulde ich Ihnen? Der Rezeptionist antwortet: Es ist bereits alles beglichen, Herr Kanzler. Wir haben ein Sonderangebot. Hier warten auf Sie sogar 50 Euro als Willkommensgeschenk. Der Kanzler neugierig fragt den Rezeptionisten: Das ist seltsam. Alle anderen bekommen 20 Euro. Warum erhalte ich 50? Nun, Herr Kanzler, sagt der Rezeptionist, es ist das erste Mal, dass wir einen Erwachsenenfilm mit einem Staatsoberhaupt gedreht haben.